So, ist da eine Straße vielleicht irgendwo mal? Wir müssen da rüber. Na, hier sicher nicht. Scheiße. Muss da rüber. Das sind überall diese Kack... Oh, Baum, Baum, Baum! So, macht mal wer das Tor auf? Wie soll ich ihn rein, wenn jemand das Tor nicht aufmacht? Oder soll ich da hinfahren? Ich glaube, ich soll da hin. Da ist offen, ja, wenn man blöd. So, steigen wir mal aus da. Wie geht das? E? Hallo, E? F? F oder E? Wie steige ich hier aus? Gar nicht. Wir müssen da reinfahren. Ich hoffe, da ist irgendwo die Tür jetzt einmal offen. Wie steige ich aus dem scheiß Buggy aus, Mann? Ja, F. Okay. So, hoffentlich glaubt mal keiner den Buggy hier. I'll be back mit Buggy, Jungs. Also mit den Fighten, da muss ich mich wirklich ein bisschen nur einarbeiten. Ich muss sagen, das, was ich euch bisher gezeigt habe, das ist so peinlich, denn ich war richtig gut in dem Game. What the fuck, was schwimmt denn da für ein Dreck? Ihhh. Ich war da richtig gut und das, was ich vorher geliefert habe, das ist eine miese Nummer gewesen. Also, da müssen wir nur reinkommen. So, wir sollen zu unserem Kumpel hier. Hallo, ist jemand zu Hause? Eski! Wo ist er, Khan? Schätze, Sie haben ihn ja, wo ist er hin, bitte? Zu verschwinden. Gebeten haben Sie ihn? Wie denn? Mit vorgehaltener Waffe? Und wer sind Sie? Sie haben endlich getan, was mein Vater schon längst hätte tun sollen. Und ganz plötzlich ist hier Frieden eingekehrt. Komisch, oder? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wieso auch? Du bist aus denselben Gründen hier wie er. Aus denselben Gründen, warum die Banditen uns nicht in Ruhe lassen. Und dir sollen wir trauen? Was muss ich tun, um dich zu überzeugen? Mich musst du nicht überzeugen. Mir ist das Schnurz. Den anderen könntest du zeigen, dass du auch geben willst, nicht nur nehmen. Ich heiße übrigens... Ja, das ist ja kein Ding. Eski! Kyle, Eski, kannst du mir wenigstens ein paar Tipps geben? Was braucht ihr hier? Könnte ich. Dann wärst du mir allerdings einen Gefallen schuldig. Vergiss Alter, ich soll für euch arbeiten und dafür schulde ich euch einen Gefallen? Geht's noch? Seit einer Weile ist das Grundwasser verschmutzt. Stell dir mal vor, wenn du unsere Wasserversorgung wieder in Ordnung brächtest. Man kriegt das also irgendwie hin? Richtig. Mal schauen. Aber dafür hast du eine Rohrzange? Territorium der Banditen. Es gab schon einige Freiwillige, aber keiner von denen ist zurückgekehrt. Ich ja, keiner von denen heißt auch Crane. Wenn du nicht gerade lebensmüde bist. Wenn doch, folge einfach der Pipeline. Okay, Pipeline, Wasser, alles klar. Danke, so, jetzt reden wir nur mal mit dir. Aber als du sagtest, sie haben ihn gebeten zu verschwinden, meintest du doch nicht die Leute, die hier leben, oder? Nein, die Leute hier tun nichts. Sie sind Khan monatelang nicht losgeworden. Warum sollten sie es jetzt schaffen? Du weichst meiner Frage immer noch aus. Weil ich immer noch nicht weiß, ob du eine Antwort verdienst. Aber ist das nicht ein ganz kleines Alter, bisschen Alter, die ist schon ein bisschen zickig. Nur weil er etwas derb ist? Kann sein. Aber uns trennt nur eine dünne Mauer von Horden von Banditen, Zombies und weiß Gott noch was. Ein Mann mit großer Klappe könnte reichen, um hier alles den Bach runtergehen zu lassen. Und du findest das okay? Wenn er da draußen keinen Schutz findet, ist er ein toter Mann. Oh, ich bitte dich. Du kommst aus der Stadt und solltest Typen wie Khan kennen. Die schlagen sich immer irgendwie durch. Er würde auch mit einer Leiche schaffen, wenn er sich dadurch bessere Chancen ausrechnet. Okay. Ich gehe jetzt mal aus der Bude raus. Gibt's hier irgendwas zum Abstauben? Nee. Oh, warte mal. Da ist ein Rufzeichen. Rufzeichen heißt doch, ich kriege einen Auftrag. Ich wollte fragen, worum es in dem Streit mit deinem Vater ging. Genau. Komplett sinnlos. Die diskutiert noch mit mir. Trotzdem bist du die Einzige hier, die mit mir spricht. Naja, ich kann die anderen irgendwie verstehen. Aber ich muss ja ihre Methoden nicht unbedingt gutheißen, oder? Dann wäre es euch lieber, wenn ich wieder verschwinden würde? Also, nein. Die Leute hier sind es einfach gewohnt, dass sich jemand um sie kümmert. Dank der Mutter und ihrer Diener. Diener? Hilf den Leuten einfach, okay? Mach etwas Spektakuläres. Dann wirst du sehen, was dabei herauskommt. Ich könnte ein Feuerwerk machen. Ist es spektakulär genug? Jo, okay, das hätten wir. So, was gibt's hier sonst noch? Machen wir mal die Karte hier an. Legende, das wäre mal nett. Schauen wir mal ganz grob. Also, sie... Sicherheitszone, Wegpunkt, Gegner, infizierte, Missionsziel, Gegenstand, zufällige Begegnung, Pakete, Flüchter, okay. Ein Überlebender, also blau ist mal nicht so schlecht.
Missionsziel, eine Quest. Laden. Also ein Laden, ja. Ein Einkaufsort. Ort in einem Gebiet für gemeine Kräuter. Da gibt's halt Zeug hier. Inaktive Sicherheitszone. Schattenjägernest. Also von dem roten Dreieck halten wir uns definitiv fern. Beute, sexy. Radioaktiver Ort, nicht sexy. Nicht erkundeter Ort, Sehenswürdigkeit. Hochsitz, Altar der Mutter, Tankstelle, das ist auch wichtig für den Buggy. Militärischer Außenposten, Freak. Oh, das hört sich nicht sexy an. Das sind die Herausforderungen. Fass mit Flüchterleber, what the hell? So, was gibt's hier sonst noch? Nicht erkundeter Ort, ja, okay. Gebiet säubern, Sicherheitszone säubern. Ja, wir könnten uns hier mal, weiß nicht, wir könnten einen Auftrag machen. Oder wir könnten weitermachen, je nachdem, was wir Bock haben. Ich schau mal hier zur Pinnwand, was es hier gibt. Wer weiß, was da so abgeht. Wo ist denn die Pinnwand hier? Ja, das ist mein Zeug hier. Da kann ich pennen, aber das will ich ja nicht. Wo ist hier die Pinnwand? Hier. Premium einstreichen. So, da kriegen wir Aufträge, Missionsziel. Springen Sie auf Fässer, die im Wasser treiben. Hä? Tägliche Prämien, okay. Überspringen Sie Feinde, rutschen Sie Feinden entgegen und treten Sie sie. Ja, treten ist immer gut. Bergziege, klettern. Aha. Lol. Das kann ich alles machen, oder was? Runter von mir. Lösen Sie mehrmals hintereinander sofort aus, um Klammerungen ohne selbst getroffen zu werden. Aha. Ja, das sind wahrscheinlich Sachen, die, weiß nicht, Achievements oder so ein Zeug. Reguläre Klippen. Springen Sie auf Fässer, die im Wasser treiben. Das ist doch dem. Überspringen Sie Feinde. Klettern. Klettern. Ich mach mal Bergziege. Annehmen. Jetzt muss ich klettern, oder was? Wie lange habe ich jetzt Zeit? Prämie. Aha. Nicht fallen, okay. Zählt das als... Ja, klettern wir mal rauf, dann sehe ich ja, wie das funktioniert. Hopp. Hopp. Sag einmal, bin ich zu blöd zum Klettern. So, nicht fallen. Das haut hin. Ja, jetzt muss ich einfach rumklettern, oder wie? Zählt das als Klettern? Ja. Oh, wieder rüber. Ja, das läuft ja doch. Okay. Jetzt ist die Frage, wo muss ich jetzt hin? Soll ich hier jetzt hin und her? Weil sonst kann ich ja nirgends hin. Ja, dann können wir da auch rauf. Oh, 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 oh. Scheiße, gehen wir wieder zurück. Ja, nicht fallen, das kriegen wir hin, aber das mit dem Klettern, da muss ich hin und her, ne? Ja, das sind halt so Sachen, die kannst du einstraffen, so Achievement-Sachen, ja, aber ich werde das jetzt abbrechen, weil sonst komme ich nämlich hier nicht vorwärts, ich kann ja nicht hier rum, die ganze Zeit. Gehen wir mal darüber. So, nicht fallen, das zählt weiter, super. Ja, dann klettern wir nur ein bisschen rum hier. Klettern wir darauf. Alles klar. Also das Nicht-Fallen, das kriegen wir gleich hin. Komm, geh rauf da. So, aber das dauert halt ewig, ne? Gut, also ich würde sagen, Pinnwand klar. Oh, das sind diese Herausforderungen, kann man das fast schon nennen. Ey. Aber das ist sehr interessant, ne? Das finde ich geil irgendwie. Premium-Streichen. Also das finde ich echt cool. Man kann wahrscheinlich immer nur eine machen. Rennen oder gehen. Aktivieren wir die. Da gibt es eine gewisse Zeit wahrscheinlich, ne? Ja, einfach blöd rumrennen. Ja, das schaffe sogar ich. So, Leute, habt ihr nicht einen Auftrag für mich? Ich helfe euch gerne. Oh, ihr seid Pisser, ey. Ihr seid solche Pisser. Ernsthaft, hä? Wir reden nicht mit Freunden. Mimi. Aber was von mir wollen, weißt du? Wir reden nicht mit Fremden, aber von mir was wollen. So, machen wir mal hier auf, schauen wir mal, was mit dem ist. Sarah! Ihr seid doch Pisser, echt. Ihr seid doch Pisser. So, wo ist der Chief? Der ist da drin, glaube ich. Oder? Wo ist denn der? Bist du das? Ne. Du? Auch nicht. Ja, sag mal, Crane, was machst du für Geräusche? Winter-Typ. Ist der jetzt über mir oder was?
Ist bummvoll hier. Das ist irgendwie, keine Ahnung, so eine Art Bumsbude. So. Gut, gehen wir da rauf. Ich glaube, der ist oben da. Da ist er. So. Was ist mit dir? Marwan! Ich bin ganz ohr. Es ist eine Haben sie diese Zähne eingeschlagen, oder was? Vorurteile, Krieg und Frieden. Sie beginnt in den alten Tagen. Leute, der ist fett. Als die Leute noch ehrlich und aufrichtig waren. Und als es noch kein... Alter, ist der besoffen, Mann, ey. Sag mal. Ja, alles klar. Kann man da was abziehen wollen? Nö, hier ist eine Küche. Okay, kriege nix. Aber ich nehme das hier. Sehr schön. Irgendwas haben wir da. So, jetzt gehen wir da wieder runter. So, also es gibt überall was zu finden. Das wissen wir jetzt. Jetzt muss ich hier wieder raus. Lol. Kannst du die Tür einschlagen, ey. Das ist doch geil, Mann. Also ich bin schon wieder voll auf Dying Light, Leute. Ich bin voll auf Dying Light. Da ist diese Premium-Dingsbums. Ja, ansonsten gibt's hier nichts mehr. Buggy zurückholen. Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht. Machen wir halt mal, oder soll man das hier säubern, ha? Machen wir mal säubern, das ist ein bisschen fighten. Wegpunkt setzen, so. Wir machen mal die Säuberung. Da gehe ich aber zu Fuß hin. Brauche ich keinen Buggy, das geht so auch. Ich muss nur darauf. So. Wir müssen nämlich hier raus. Hopp. So. Jetzt nehmen wir die Sichel, die ist geil. Und wir werden das da drüben einnehmen. Oh, da sind viele Feinde, dann gehen wir lieber hier. Schauen wir mal, gibt es da was Feines? Gibt es da sicher was Feines hier? Oh, ups. Ah. No! Sag mal. Lässt du dich jetzt knacken? So gerade gegangen, ey. Och, komm, das war doch gerade die Stellung, wo der... Bin ich blöd, Leute? Ey, sag mal. Gib mir mal das Schloss. Also mit den Schlösser knacken, das ist jetzt nicht eins meiner... nein, endlich. Oh, nö, komm schon. Schlösser knacken ist ziemlich hardcore hier. So, Bude offen. Mach mal auf da. So, was haben wir denn Feines? Ja gut, ich nehme das mal mit. Mehr gibt's eh nicht. Das reicht schon mal. Polizeiautos ist immer Muni normalerweise. Ich nehme mal hier alles mit, weil ich krieg Besuch von der Seite. Ich sehe das schon. Scheiße, hau mal ab. Ich würde gerne nur da rein, aber nicht, wenn die da stehen. Das ist mir zu blöd. Ja, wie immer. Es läuft doch. Wie immer läuft es. Und wie immer kriegen wir eine auf die Fresse gerade. Alter, du gehst sehr schnell down hier, Leute. So, wir müssen da rein. Er hat einmal gekriegt, der Stinker. So, das sind die Infizierte. Das müssen wir irgendwie reinigen. Und dann ist es eine Safe Zone. So, gehen wir da mal ruhig. Den Hässlichen da weg. Dankeschön fürs Taxi. So. Oh, Crane, jetzt. Chill wieder ein bisschen. Jetzt irgendwelche Blumen zum Pflücken oder so. So, da müssen wir mal aufräumen. Bin ich sicher hier? Hoffe doch. So, da müssen wir aufräumen. Schauen wir sie zuerst ein bisschen um. Das sieht ganz passabel aus. Da ist ein Zombie, der ist alleine. Den werden wir mal vorknöpfen. Jawohl, wie früher, Leute. Langsam. Rohrzange, die ist nichts wert. Jetzt habe ich das größte Klumpert hier mitgenommen, aber ist ja wurscht. So, dann werden wir die Bude hier mal aufmischen. Und machen wir uns eine zweite Safe Zone. Zuerst mal gucken. Aber es sieht doch bis jetzt ganz sauber aus. Aber das ist sicher nicht sauber, sonst müsste ich das hier nicht freiräumen, ne? Ist ja logisch. Ist ja logisch. Da steht was. Was? Kann man das nehmen? Wo sind denn die alle? Kein Schwanz da, ey. Moll ist immer gut. Moll ist gut. Ah, das ist auch gut, was zum Mampfen.
Fresschen für Crane. Oder? Ah, mit dem Schloss komme ich schon eher klar. Also, schwere Schlösser sind halt schwer, ne? Heißt's ja. Und mit den Mittlern komme ich klar. Ey, die beide schauen hier geil aus. Wir haben teilweise so geile Waffen hier. Ey, sag mal, von was soll ich denn die freiräumen? Da ist ja gar kein Gegner. Das muss ich wahrscheinlich dicht machen oder so. Kann man sie abschließen? Ja, ich weiß, ich stelle mich gerade blöd an, aber normal die Safe-Zone, da muss den Strom irgendwo einschalten, was ich weiß. Wahrscheinlich da. Ich bin hier lieber ein bisschen vorsichtig, wer weiß, was hier so haust. Ich will das gar nicht so genau wissen. Mir gefällt's nicht, wenn es hier so ruhig ist. Das ist viel zu ruhig hier für Dying Light. Dying Light war noch nie ein Game, wo es ruhig war. Definitiv nicht. So, das heißt, irgendwo ist die Kacke hier gewaltig am Dampfen. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, das... Ja, ich muss das freischalten, dann kann ich es benutzen. Es ist doch unten. Wo ist denn diese scheiß Stromdose, Leute? Wo ist diese verfluchte Stromdose? Wie macht man das? Sag mal, bin ich blind und blöd gerade? Das gibt's doch nicht. Was ist das hier? Na. Ach, das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt nicht finde, ey. Hier genauso. Warte mal, eh benutzen. Ja, okay, jetzt haben wir es langsam. So, dann schieben wir das mal da hin. Das war das eine. Und da muss ich auch irgendwas machen. Genau. Da schieben wir das darüber. Jetzt haben wir es. Na, warum denn nicht gleich so? Ist doch wie im alten Dying Light. Ja, einmal haben wir es übersehen und jetzt haut's hin. So, und jetzt? Jetzt ist das schon eine Safe Zone, oder was? Das ist ja schnell gegangen. Ich schau jetzt mal darauf. Prämien streichen. Ja, gut. Aber ich werde jetzt nicht... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.